Also, das ist jetzt hier eure kleine Scheißdrecksküche. Die ist gar nicht klein, nur Melissa. Es stimmt. Könnte aber sauberer sein. Das stimmt auch. Aber ich habe Hunger. Machen wir jetzt irgendwas? Ja, vielleicht. Hallo und herzlich willkommen zu Yum Tam Tam und zu einer neuen Pass It On Challenge. Und die sind nur gut, wenn man tolle Gäste dabei hat. Yeah. Hallo, Daska. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Herzlich willkommen. Für alle, die Regeln nicht kennen, wir gehen nacheinander in diese Küche und kochen, wissen aber nicht, was die Person davor gemacht hat und müssen das dann irgendwie chaotisch regeln. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass es eine vegane Pass It On Challenge wird. Und jetzt brauchen wir noch Reihenfolge und Zeit. Ja. Insgesamt habt ihr 32 Minuten Zeit und diese 32 Minuten haben wir wild aufgeteilt. Den ersten Slot mit 6 Minuten hat Saskia. Danach kommt Felix mit 5 Minuten. Hey! Dann kommt noch mal Saskia mit 3 Minuten zum Nachhaken. Dann kommt Melissa mit 5 Minuten. Nochmal Saskia mit 3 Minuten zum Nachhaken. Felix mit 5 Minuten. Und zum Schluss muss Melissa alles richten in 5 Minuten. Na toll! Also 6, 5. 3, 5, 3, 5, 5? Nein, wie war's? Naja, wir legen mal los. Viel Spaß. Ich hab Angst. Du schaffst es. Hoffentlich findest du alle Küchenutensilien. Ja, ich hoffe auch. Du darfst alles öffnen. Ja, sehr gut. Viel Spaß. Okay, ich bin überfordert, hab Angst und mal sehen. Es wird schon irgendwie gut werden. Ich starte erstmal die Zeit. Ich glaube, ich tendiere eher zu was Herzhaftem, also hier so Kokosmilch und Tomaten und wir haben ganz viele verschiedene Sachen. Grill- und Pfannentofu, das ist sehr gut, weil daraus könnte man dann vielleicht vielleicht gehen wir wirklich so in die Richtung Curry. Haben wir irgendwie so Glasnudeln oder 6 Minuten am Anfang sind auch wirklich nicht viel. Ich lege erstmal ein bisschen was hier hin, weil am Ende wird wahrscheinlich sowieso etwas komplett anderes dabei rauskommen. Was ist das so? Joghurt? So, ja, das könnte auch klappen. Nur was mache ich gemüsemäßig? Ich glaube, ich nehme einfach mal hier und 2 Möhren und dann schauen wir einfach mal, was noch dabei rumkommt. Erstmal hier Gemüse schneiden, das kann ich mit am besten tatsächlich in der Küche, ohne irgendwas abzufackeln. Das ist immer ganz gut. Okay, ich schau mal. Hier war, glaube ich, so. Oh ja, hier. Ein Sparschäler. Ja, machen wir das erstmal. Ne? Das wird ja schon. Oh Gott, 4 Minuten. Da können die beiden ja gleich überhaupt gar nicht wissen, was ich mir überlegt habe. Aber wenn einmal die Möhre geschält ist, dann wird es irgendwas mit Möhre werden. Das ist ja schon mal eigentlich genug, was die beiden wissen müssen. Normalerweise, wenn ich zu Hause koche, egal wie einfach das Rezept ist, in der Regel brauche ich immer 2 Stunden. Also selbst wenn ich mir, weiß ich nicht, irgendwas in die Mikrowelle stelle, weil dann erstmal irgendwie danach erstmal noch ein bisschen renovieren muss, weil ich immer so chaotisch bin und absolut null Struktur habe. Aber gut, ich bin schon gespannt. Vielleicht wird es am Ende auch so ein süßes Rezept oder so, weil es kann ja sein, dass die beiden damit jetzt gleich überhaupt gar nichts anzufangen wissen, was ich hier mit den Möhren machen wollte. Ich weiß es nämlich auch noch nicht, also keine Ahnung. Ich glaube, Felix denkt sich jetzt gleich auch. Was soll das denn hier? So klein geschnitten im Fall, überhaupt gar nichts anderes vorbereitet. Noch 2 Minuten. Oh, um Gottes Willen. Ja, ich schneide Möhre und Zwiebeln in meinen ersten 6 Minuten. Das ist doch richtig gut. Knoblauch könnte auch nicht schaden. Da muss ich auch damit leben, dass das jetzt hier offenbart wird, dass ich eigentlich keine Fähigkeiten zum Kochen habe. Naja. Kann man nichts machen. Nur noch eine Minute. Das ist ja nichts, was ich hier mache. Da habe ich ja echt schon schlechtes Gewissen jetzt. Aber irgendwie auch beruhigend, dass ich jetzt gleich erstmal eine Pause habe. Meine Augen brennen. Oh Gott. Egal. Da muss man durch. Ich bin hart im Nehmen. Oh ja, 7 Sekunden, sehr gut. Da habe ich doch richtig viel geschafft. Einfach hier noch ein Messer reinstecken. Okay, perfekt. Bis später. Ist schon soweit. So, in 6 Minuten habe ich mir gerade mal ein Zugticket nach Panikstan bestellt. So, Timer an. 5 Minuten, das ist ja nicht. So, was haben wir hier? Zwiebeln und Karotten. Ich will was mit Grilltofu, Glasnudeln. Wir sehen Glasnudelsalat, Tomaten, Joghurt,
Knoblauch. Knoblauch ist noch nicht gemacht. Das sieht so salatig-grillig aus. Also erstmal brauchen wir einen kleinen Topf mit Wasser, wenn wir Glasnudeln machen wollen. So, damit fangen wir doch dann erstmal die Geschichte an. Das ist schon mal ein guter Start. Außerdem mag keiner rohe Zwiebeln und Karotten in Salat. Also schon, aber nicht. Das heißt, wir stellen direkt mal eine Pfanne auf. Zack. Und wir machen da mal einen Schuss Öl rein in die Schose. Sie nimmt sich auch das kleinste Messer. Was hat sie denn? Interessante Schnitttechnik. Begeben wir das mal hier rüber und schneiden das andere Stück hier auch noch auf. Und dann schmeißen wir es direkt in die Pfanne. Boah, hä? Schon anderthalb Minuten rum und ich habe eigentlich nur rumgelabert. Ich bin von mir selbst beeindruckt. Da müssen wir jetzt ein bisschen weg damit machen. Ja, ist kaputt. So, das lassen wir jetzt erstmal hier ein bisschen mit anbraten. Was auch immer wir uns dabei denken. Das ist sehr grob geschnitten. Das wird wieder eine gute, das wird ein guter Salat. So, Knoblauch finde ich super. Dann machen wir doch hier einfach direkt so eine Knobi-Dip-Geschichte. Weil, warum nicht? Knobi dann klein. Denn wir wissen, mit zwei Knobi-Zehen, da ist schon ordentlich Bums, das kann schon nicht schlecht werden. Das schmeckt schon von Haus aus gut, ist egal, was dazu kommt. So, der Grilltofu ist zum Glück schon fertig und ich weiß aus ausgiebigen Selbsttesten, der schmeckt gut. Noch zwei Minuten. Zu Glasnudelsalat. Immer geil, ein paar Nüsse. Ich springe auch ein bisschen so. Vielleicht mache ich erstmal den Dip fertig. Pfeffer, Salz. Aber dann haben wir schon mal die Nüsse. Nur noch eine Minute. Eine Minute noch, das nicht mehr viel. Mal sehen, ob das in ihrem Sinne ist. Das ist ja lustig. Sie kommt gleich rein und es ist ein bisschen mehr Chaos, ein bisschen mehr Müll da. So, das Wasser ist noch nicht am Kochen, aber wir legen das schon mal so demonstrativ davor. So, dann. Guck mal, Brettchen sauber. Hier müsste noch ein bisschen. Haben wir hier Zitrone? Das muss noch dazu, weil lecker. Hier, treibe, guck da. Treib das da rein. Das ist lecker. So, ich wollte noch ein paar Nüsschen. Ich mache auch schon mal einen Schub. Ja, 10 Sekunden. Geht das hier an? Ja. Was fände ich denn noch gut? Was kann ich jetzt einfach noch? Einfach nur für Verwirrung. Überlege ich mir später. Ich gehe jetzt. Tschüss. Kann es sein, dass hier jetzt in den 5 Minuten gerade mehr geschafft wurde, als ich gerade in meinen 6 Minuten? Erstmal Zeit starten. 3 Minuten! Was ist das hier? Da ist auf jeden Fall sehr viel Knoblauch. Oh, ich probiere das erstmal. Ich kann das nicht einschätzen. Ist das einfach irgendwie so? Soll das ein Dip sein? Sieht mir ein bisschen aus wie so. Ja. Zitrone. Da glaube ich drin auch oder kann da noch rein? Egal. Okay, das kocht. Okay, er hat auf jeden Fall sich überlegt, die hier zu bereiten. Wie macht man die denn überhaupt? Wie lange brauchen die denn? 3 Minuten. Oh, das klappt leider nicht mehr in meiner Zeit, aber naja. Knoblauch ist wahrscheinlich da drin. Hier ist auch Knoblauch drin. Das muss ja auch erstmal hier jetzt ein bisschen anbraten. Da kann ich jetzt auch gar nicht so viel reinkippen. Wofür sind die Nüsse? Sollen die hier auch gleich mit noch rein? Noch 2 Minuten. Und der vielleicht schneide ich den. Ja, das klingt doch gut, oder? Erstmal Tofu, obwohl ich den Tofu vielleicht extra anmache, aber. Ach ja, 1,5 Minuten, das ist ja prima. Ich weiß auch echt nicht, was das am Ende werden soll. Das Wasser kocht auch noch nicht. Oh mein Gott, in diesen 3 Minuten. Nur noch eine Minute. Eine Minute nur noch. Ich weiß gar nicht, was hier großartig passieren soll. Aber es nimmt mir auch ein bisschen den Druck, ehrlich gesagt. Ich finde das auch eine Leistung, in 3 Minuten Tofu zu schneiden. Das kann man auch wertschätzen, würde ich sagen. Ja, komm, einfach beide. Was soll's. Okay, ich nehme noch eine Pfanne für den Tofu. Den würde ich dann nämlich extra machen. Wie bereitet man ja am besten so in der Pfanne? In der Pfanne, ja, ein bisschen zu dicke. Okay, liegt das. Das wird doch, das versteht man doch, was damit gemeint ist. Okay, super, meine Zeit ist um. Okay, sind wir mal gespannt. Ich höre es schon brutzeln. Ich hoffe, es brennt nichts an. Nee.
Naja, ein bisschen vielleicht. Röstaromen nenne ich das mal. Ich nehme das mal runter. Okay, what is going on? Es gibt so eine Quarksache. Was kocht da? Wer kocht denn Glasnudeln? Einen kleinen Topf mit Wasser, wenn wir Glasnudeln machen wollen. So, damit fangen wir doch dann erstmal die Geschichte an. Das Wasser ist noch nicht am Kochen, aber wir legen das schon mal so demonstrativ davor. Da haben wir gleich nur noch Schleim. Ey, wenn das Felix war. Für eure Information, Glasnudeln einfach in eine Schüssel werfen und kochendes Wasser drauf gießen. Das reicht. Das reicht. So, und damit wir nicht nur einen traurigen Reisklops haben. Bisschen kaltes Wasser drauf. Okay, das soll wahrscheinlich zu den Nudeln. Aber was ist das? Okay, Quark mit Knoblauch oder so? Hä, was ist das denn für ein Gericht? Quark mit Knoblauch, mit Glasnudeln und Bratgemüse. Okay, hier ist noch Tofu. Soll der auch klein geschnitten und gebraten werden? Bestimmt, oder? Sonst wäre ja das nicht hier. Okay, dann tauschen wir doch einfach mal die Platten. Ich hol das erstmal raus, das verbrennt hier immer mehr in der Pfanne. So, raus mit euch. Falls ihr übrigens unsere anderen Challenges noch nicht gesehen habt, klickt gerne hier oben hin. Da war es auch manchmal ein bisschen wild. Dann grillen wir jetzt da drin den Tofu an. Das sind die Stücke, die sie wollten. Hätten nicht kleine Würfel mehr Sinn gemacht? Vielleicht was mit Erdnuss? Weil das muss ja irgendwie jetzt ein bisschen zusammenkommen. Also irgendwie so eine Soße. Wäre doch eigentlich ganz geil. Ich packe jetzt noch hier erstmal. Noch zwei Minuten. Okay, man schafft einfach überhaupt nichts in 5 Minuten. Okay, wir trocknen jetzt erstmal ein bisschen den Tofu ab. Checkt man das? Checkt man das? Ich weiß nicht. Haben wir eine Sojasauce? Nee. Ah, aber Kokosnussmilch. Die können wir auf jeden Fall nehmen. Nur noch eine Minute. Nein! Dann machen wir jetzt so ein bisschen wie so ein Erdnuss-Curry. Oh, und das Öl raucht schon? Geil. Viel zu heiß. Ich wollte doch nur den Tofu abtrocknen. So. Nein! Noch den Löffel rein. Okay, sie checken es bestimmt. Okay. Ja, nochmal 3 Minuten. Aha, oh, okay, es sieht ein bisschen anders aus, als ich es mir vorgestellt hatte. Wo sind die Glas? Ach, die sind hier, okay. Müssen die noch so im Wasser stehen? Sind die schon, haben die sich eine Art, ich weiß nicht, was sie sich überlegt. Was ist das? Oh Gott, okay. Das ist wahrscheinlich, das soll irgendwie so eine Erdnuss. Joghurtsoße werden, kann ich mir vorstellen. Ich bin verwirrt. Okay, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt mal wieder nicht ganz so viel. Es ist schon wieder nur 2 Minuten. Das gibt's doch überhaupt gar nicht. Okay, ich weiß nicht, was das hier werden soll. Ich kipp da jetzt einfach ein bisschen. Oh Gott, soll ich das machen? Soll ich da jetzt Kokosmilch reinkippen? Egal. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich das so gemacht habe. Wie macht man denn eine Erdnusssoße? Ich habe noch nie Erdnusssoße. Habe ich schon mal? Ich habe noch nie Erdnusssoße selber gemacht. Deswegen. Ich weiß generell nicht, wie man Sachen macht. Also ich mache auch ganz häufig, dass ich so Gemüse und so immer nur Tiefkühlgemüse hole, damit ich es ja nicht selbst frisch zubereiten muss. Das heißt, bei ganz vielen Sachen weiß ich überhaupt gar nicht, wie man es selbst und frisch zubereitet. Und genauso wie hier. Kann auch sein, dass ich jetzt hier komplett verschissen habe. Aber das ist dann so. Ich will es nicht kaputt machen, aber habe ich wahrscheinlich schon, ne? Nur noch eine Minute. Noch eine. Da ist jetzt jede Menge Kokosmilch drin. Ist das Erdnuss? Das ist doch Erdnussmus. Ist Erdnussmus nicht wahrscheinlich auch sehr süß? Ich bin ein bisschen froh gerade, dass ich nicht am Schluss dran bin. Okay, ich versuche das hier mal zu wenden. Weil ich hätte, glaube ich, das Gemüse einfach auch in der Pfanne gelassen und dann irgendwie noch, weiß ich nicht, so Tomaten, passierte Tomaten mit reingekippt und die Nudeln dann mit dazu.
Aber dafür ist jetzt halt leider keine Zeit. Deswegen könnte es auch sein, dass es vielleicht irgendwie was auch immer wird. Ich bin gespannt, was am Ende rauskommt und was das hier. Oh, noch 9 Sekunden. Ja, da würde ich sagen, habe ich mal wieder richtig viel geschafft. Ich hoffe nicht, dass ich diese Soße jetzt komplett verkackt habe, aber wir werden es sehen. Es bleibt spannend. Okay. La 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 la, was ist in der Zwischenzeit passiert? Ha, 5 Minuten, das ist ja. Oh, Glasnudeln. Was ist mit den Glasnudeln passiert? Naja, wir gießen die hier mal ab. Die werden ja wohl jetzt gar sein. Fühlt sich so an, ja, cool. Die können ja direkt mit mir rüberkommen. Guck mal, als wäre ich nie weg gewesen. So, wir haben Tofu, der anbrät in der Pfanne. Den hätte ich anders geschnitten, aber ist okay. Ist das eine Erdnusssoße? Es ist eine Erdnusssoße. Kokosmilch, okay, die ist fertig. Dann mache ich einfach unbeirrt genauso weiter, wie ich es eben machen wollte. So, Glasnudelsalat. Den mache ich jetzt einfach genauso fertig, als wäre ich nie weg gewesen. Wir hacken ein paar Erdnüsse klein, Erdnusssoße, Erdnüsse gehackt. Mensch, das könnte, also knuspriger Tofu ist lecker. Ich hätte ihn eigentlich lieber in so große Dinger geschnitten. Egal, das fühlt sich noch so an, als wäre ich gerade auf der 2. Position, aber dabei bin ich die Vorletzte und Melissa muss alles gleich zusammenbringen. Ich muss auf jeden Fall, wenn ich das hier anbiete, dann muss da noch irgendwas rein. Aber vielleicht könnte man die Soße eigentlich noch so ein bisschen einköcheln. Ist da eigentlich schon irgendeine Art von Gewürz dran? Außer das ist eigentlich ganz okay. Auch wenn da noch nichts dran ist. Vielleicht ist das einfach von Grund auf schon gut gewürzt. Komm, wir braten noch ein bisschen mehr. Perfekt. Ausgezeichnet. Felix Denzer, Meister Tofu-Schmeißer. Es sind ja noch 2 Minuten. Okay, komm, jetzt hören wir mal aus mit dem Unfug. Bisschen Zitronenabrieb hier. Noch 2 Minuten. Irgendwas mit zweierlei Dips. Ich bin noch nicht so ganz irgendwie durchgestiegen, was das für ein Gericht werden soll. Ich glaube, die anderen beiden auch nicht so wirklich. So, aber wir benutzen das einfach doppelt. Zitronensaft. Ein bisschen Zitronensaft hier. Ein bisschen Zitronensaft hier. Tadellos. Nur noch 1 Minute. Letzte Minute schon, ja. Okay, wir haben jetzt aktuell Salat. Wir haben einen Dip, den ich jetzt umrühre. Wir haben Tofu, der anbrät. Was kann man jetzt hier noch irgendwie chaosmäßig dazu machen? Nicht mehr. Melissa hat ja 5 Minuten noch. Wir wenden hier die Geschichte einmal. Ist das eine gute Idee? Sehe ich das? Weiß ich nicht, ob ich das sehe. Vielleicht sieht es Melissa, die muss es ja zusammenbringen. Ich rühre jetzt einfach nur noch die letzten 20 Sekunden und beschließe, ich habe meinen Job für heute getan. Ich finde, ich habe das toll gemacht. Und wenn ihr es auch findet, gebt mir noch einen Daumen nach oben. Genau so machen wir das. Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss. Melissa, viel Spaß. Okay, Endspurt hier. Chaos, Chaos, Chaos. Ich mach mal die Platten auf. Den holen wir mal raus. Den Tofu. So. Wurde das hier noch gewürzt oder irgendwas? Gott, ist so heiß, ich kann gar nicht kosten. Nö, macht nichts. Salz, Pfeffer? Ich glaube noch Zitronenabrieb in dem seltsamen Dressing, wo ich überhaupt nicht verstehe, was man damit machen soll. Vielleicht machen wir einfach zwei. Zweimal Salat, einmal mit dem und einmal damit. Dann kann man sich so ein bisschen aussuchen. Was haben wir denn noch? Kommt da irgendwas dazu? Nö. Was hat Felix denn gemacht in den letzten 5 Minuten? Keiner weiß. Ich rühre jetzt einfach nur die letzten 20 Sekunden und beschließe, ich habe meinen Job für heute getan. Warum war er so geizig mit den Nudeln? Wir sind 3 Leute, jetzt ist die Schüssel hier viel zu groß. Einen großen und einen Mini-Nudelsalat. Vermengen wir das mal ein bisschen. Noch 2 Minuten. So witzig, dass es bei den Pass-It-Ons einfach so oft auf wir machen eine Bowl hinausläuft, weil keiner so richtig weiß. Okay. Ja, es ist nicht das schönste Gericht, was wir jemals gemacht haben. Aber ich glaube, das kann ganz gut schmecken, ehrlich gesagt. So, ein bisschen Frühlingsfeeling wäre noch nett gewesen. Haben wir sowas? Nee, haben wir nicht. Okay. Nur noch eine Minute. Letzte Minute. Dann noch was davon. Wow, das ist vielleicht das Hässlichste, was ich in 7 Jahren gemacht habe. Wir machen einfach noch mehr Tofu drauf, dann fällt das gar nicht auf. Kann ich noch einen Schnitz rausschneiden? Ja, ja, ja. Ah!
So. ja, dann räume ich mal auf und dann kosten wir das Ganze doch mal. Bin jetzt mal gespannt, wie es allen schmecken wird. Ich hole sie mal rein. Seid ihr bereit? Ich weiß ja. nicht. Ich bin gespannt. Kann doch nur gut geworden sein. Okay. Da, 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 da. Ah, wow. Wie braun auf braun. Ja. Aber es sieht besser aus, als ich es mir vorgestellt hatte. Also, ihr habt es gut gerettet, würde ich mal sagen. Es ist jetzt zweierlei Nudelsalat geworden. Einmal mit Erdnuss und einmal mit dem Dip. Warum war der da? Naja, weil ich war eigentlich bei... Es fing ja an, dass da Glasnudeln und das Zeug dran. Ich war so, okay, es soll vielleicht ein Glasnudelsalat werden. Dann war ich so, und der Tofu lag da und ich hätte den in großen Scheiben angeschnitten. Dann wäre es wie so ein Grillding gewesen, weißt du? Und deswegen war ich so ein Grill-Dip. Also ganz am Anfang habe ich noch so an Curry gedacht. Und die Glasnudeln waren so das Einzige. Ich hätte halt dann so Reis oder halt irgendwie Nudeln genommen. Und die Glasnudeln dachte ich, ja komm, das passt schon irgendwie. Und dann habe ich dann... Curry, da bin ich ja gar nicht drauf gekommen. Ja. Habe ich das nicht gut vorbereitet mit meinen Möhren und Zwiebeln? Also relativ eindeutig, würde ich sagen. Ja, aber jetzt machen die Tomaten aus der Dose sogar Sinn. Ich war so, Tomatensauce mit Joghurt-Dip, das ergibt ja keinen Sinn. Ich glaube, ich hatte mich da schon eingeschossen auf den Joghurt-Dip. Ich wollte gerade sagen, war der Joghurt schon da von dir? Ja. Ja, der aber ich war erstmal so, erstmal hinstellen und gucken, ob das nachher kombiniert werden muss oder nicht. Ist ja egal, ne? Ey, na dann, kosten würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, die Erdnusssoße schmeckt ja schon ganz gut, auch wenn ich die nicht ganz verstanden habe. Ich habe deinen Dip auch nicht verstanden. Ich weiß doch. Wir sind einfach gegensätzliche Dipsies. Ich bin aber froh, dass ich die Erdnusssoße dann scheinbar nicht komplett verhauen habe, weil ich nicht wirklich wusste, was ich damit machen soll. Ja, hat gepasst. Ich weiß ja nicht, ob ihr da noch was reingetan habt, aber... Salz und Pfeffer. Ich habe gerührt. Sehr gut, okay. So, ich nehme mal hier einmal eine ordentliche Gabel. Das geht aber gut zusammen. Ist hier die Erdnusssoße? Mhm. Mhm, ich bin da. Alles unten. Musste. Mhm. Aber das mit dem Joghurt-Dip schmeckt erstaunlich gut. Das schmeckt auch gut. Also, ich hätte nicht gedacht, dass Joghurt-Dip mit Glasnudeln geht. Mhm. Also, wäre ich nicht da gewesen, wäre das bestimmt nicht dabei rausgekommen. Nee. Das Einzige, was wir noch gebraucht hätten, wäre ein bisschen, keine Ahnung, frische Kräuter. Frühlingszwiebeln. Und dann tipptopp. Schmeckt gut. So. Mhm. Also, trotz all dem Chaos würde ich sagen, ist das sehr lecker geworden? Natürlich auch wegen deiner vehementen Arbeit dazwischen. Ja, selbstverständlich. Also guckt euch nicht das Video am Ende an, dann, dass alles fertig geschnitten ist. Ihr könnt aber gerne bei Saskia bei TikTok vorbeigucken. Oder ihr schaut euch andere Videos von uns an, zum Beispiel Bärenporridge. Oder Breakfast Cookies. Ja, vielen Dank fürs Hier sein. Danke, dass ich da sein durfte. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.